Internet, hier ist wieder Bacon-Tag für euch und ich weiß, die Frage, die ihr euch gerade alle stellt, ist: Was zum Teufel ist mit seinem Bart passiert? Ja, moin moin Leute, ich bin der Salami-Zack. Willkommen auf diesem Twitch-Kanal von dem Bacon-Zack. Heute gibt's kein Bacon, heute gibt's Salami. Na, Dalle! Das verdammte Catalina Weinfest. Ja, hey, was soll ich sagen? Es war ein Unfall. Ihr müsst mir das glauben. Es war ein Unfall beim Rasieren. Deswegen bin ich jetzt sehr kahl, aber man kann es eigentlich schon wieder sehen. Also so langsam kommt mein Pubertätsflaum wieder. Und es kann sich nur um ein, zwei Wochen dauern, bis ich wieder so aussehe wie vorher. Für mich war das echter Horror, weil ich fühle mich einfach nur, ich fühle mich nackt. Also ich fühle mich wie so eine Katze in so einem James-Bond-Film, so von so einem bösen Superschurken oder so Dr. Evil mit seiner Katze. So fühlt sich mein Gesicht an. Aber Horror ist genau das richtige Stichwort, denn wie ihr der Videobeschreibung entnommen habt und auch der Thumbnail, habe ich was geschickt bekommen. Ja, und zwar diese wunderschöne, coole Luigi's Mansion 3 First Four Figures Figur von iWolf. Und First Four Figures ist ja dafür bekannt, dass sie extrem schöne und extrem gute Figuren machen. Und iWolf hat mir einfach mal diese schöne Luigi-Figur geschickt und mich gefragt, ob ich nicht mal Bock habe, so ein nices Unboxing zu machen. Da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen, habe gesagt: Yes, 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 yes. Und falls ihr iWolf noch nicht kennt, das ist der Online-Shop für Gamer, Filmfreaks, Serienjunkies und Streamer. Kurioserweise alles Dinge, die auf mich zutreffen. Und übrigens, auch dieses coole Neon Genesis Evangelion T-Shirt habe ich auch von iWolf schon früher mal bekommen. Ihr seht, da gibt's Merch for Nerds. Zum Beispiel diese Luigi-Figur und ich packe die jetzt einfach mal aus. Wobei man sagen muss, dass es hier gar nicht so viel auszupacken gibt, weil das ist eine Figur, die kommt in einem Stück. Da muss man nicht viel beachten. Ich löse hier natürlich nur vorsichtig diese Klebestreifen. Denn ihr wisst auch, ein echter Nerd bewahrt die Originalverpackung immer auf. Ne? Jetzt werde ich hier vorsichtig diesen Karton öffnen. Wobei, bevor ich den Karton öffne, völliger Quatsch, guckt euch die mal an. Ich habe es ja eben schon von nahen gezeigt, aber ich finde bei dem Karton wirklich besonders schön, dass man hier oben auch diesen Reliefdruck hat überall. Ne, man hat ja auch nochmal das Logo von Luigi und diesen Reliefdruck, der sieht wirklich schnick aus. Also selbst die Boxen, ja, selbst die Verpackungen, die man bei First Four Figures bekommt, sind einfach super, super, super schön. Ja. Und die Figur, die wird auch super schön sein. Und deswegen holen wir die da jetzt raus. Ja, das wird hier oben so geöffnet. Dann nehme ich jetzt diese Pappe hier weg. Und dann könnt ihr sehr handlich, wenn ihr den Karton auf die Seite legt, das so rausziehen. Glaube ich zumindest, dass diese Konstruktion so gedacht ist. Vielleicht irre ich mich auch. Nein, sie ist so genannt. So, leerer Karton. Stellen wir hier mal unten an die Seite. Und kommt das hier zum Vorschein. Der Luigi in seiner Plastikschale. Und was besonders cool ist, man hat auch immer bei diesen Figuren quasi noch so direkt so einen Hintergrund. Man könnte sich jetzt genau diesen Hintergrund nehmen. Man könnte sich das in die Vitrine stellen, wie ich das da hinten habe. Und dann hätte man direkt, wenn man das möchte, so ein dekoratives kleines Stillleben. Was ist das? Hier ist noch so ein Pamphlet. Aha. Werbung für weitere Mario-Figuren, die auch alle schnieke sind. Also wirklich, die machen verdammt, verdammt gute Sachen. Kann man nicht anders sagen. Ne? Werde ich jetzt wie bei einer OP den Luigi aus dem Plastik lösen.
Dinge, die echte Ärzte bei Operationen niemals sagen würden. Herr Doktor, was machen Sie da? Ich löse bloß den Luigi aus dem Plastik. Wer sind Sie? Was machen Sie in meinem OP? Oh, Brudi, ich muss los. So, Pizza und... Oh, ist der nice, Alter. Ist der nice. Ich schaue ihn mir erstmal selber an, vom Nahen, um ihn dann mit euch teilen zu können. Ist irgendein Haar oder sowas drauf? Muss ich mal runterfriemeln, gleich mit dem Pinsel. Aber der ist super nice und der ist vor allem super detailliert. Ich glaube, ich habe noch nie eine schönere Figur von Luigi gesehen. Guckt euch den mal an. Dieser Luigi, ja, man sieht seine Angst förmlich, dass er als Ghostbuster unterwegs ist und die Geister einfangen muss. Besonders schön finde ich seine Mütze. Guckt euch mal seine Mütze an, ja, weil die hat richtig so, die hat Textur. Also es ist nicht einfach nur so eine, ja, wie soll man sagen, Plastik-Aufgussform. Nein, ist es natürlich, es ist eine PVC-Statue. Aber trotzdem hat diese Mütze Struktur, als wäre sie wirklich eine Mütze. Und das sieht man auch bei seiner Hose besonders schön. Guckt euch Luigis Hose an. Sitzen seine Jeans gut? Natürlich sitzen die gut. Nein, aber auch er hat hier so Nähte wirklich an der Seite. Ne? Er hat hier wirklich solche Nähte. Und wenn man das anfasst, das fühlt sich auch wirklich quasi an, von der Textur her, wie so eine Jeans. Und das ist super schön. Seine Schuhe sind auf Hochglanz poliert. Ja? Er steht hier auf so einer Plattform, was quasi so dieser Hotelzimmerteppich ist. Da spielt ja Luigi's Mansion 3 in diesem riesigen Hotel. Und ich finde ihn wirklich einfach nur super schön. Vor allem auch, guckt euch mal seine Augen im Detail an und auch die Details bei seinem offenen Mund, und man sieht jeden einzelnen Zahn, man sieht quasi wirklich seine Zähne bibbern. Ja, das sieht einfach nur richtig gut aus. Also wirklich richtig gut. Ich habe nochmal sein Schreck weg mit dem Schlauch. Der ist auch fest, der ist nicht beweglich. Das ist ein bisschen schade. Wobei hat man vielleicht so machen müssen, damit die Figur immer wirklich gleich aussieht, aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass wenn bei solchen Figuren sowas wie Umhänge oder Capes oder sowas, die im Original halt beweglich sind, dass sie dann halt in der Figur selber auch beweglich sind. Aber die sieht wirklich, wirklich gut aus. Hier hinten sieht man auch in seinem Staubsauger, das ist ja der Witz dabei, ne? Es ist ja eigentlich nichts anderes, sein Schreck weg, als ein Staubsauger mit der Taschenlampe. Was anderes ist das ja nicht. Ne? Aber man sieht da auch, dass er hier hinten im Tank quasi den Luigi drin hat. Denn ihr könnt ja in Luigi's Mansion 3, könnt ihr ja den Luigi zur Hilfe holen und müsst auch eine Rätsel als der Schleim-Luigi lösen. Und der ist quasi hier hinten auch mit drin. Ja? Also wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Figur. Da merkt man wirklich den Unterschied zwischen First Four Figures und anderen Figurenherstellern. Die gefällt mir richtig gut. Und auch wenn wir jetzt im April sind und nicht die Zeit für Halloween ist, ist das auf jeden Fall eine Figur, die sich in jeder Sammlung sehr, 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 sehr gut macht. Ja, sehr schön. Werde ich auf jeden Fall da hinten irgendwo platzieren bei mir. Ja? Und wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, auch mal durch den Shop von iWolf zu stöbern, dann, hey, guckt vielleicht mal erstmal auf der Instagram-Seite, dem Instagram-Account von iWolf nach. Ja, da habt ihr ja viele Inspirationen, coole Bilder, was man mit dem ganzen Merch so machen kann und was es so für Sachen dort gibt. Oder ihr geht einfach direkt in den Shop, packe ich euch auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Und das Ding ist, wenn ihr den Rabattcode BACON15 benutzt, ja, dann kriegt ihr sogar nochmal 15% Rabatt auf eure Bestellung. Ist das ein nicer Deal? Ich denke schon. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an iWolf für diese coole Figur, für diesen coolen Luigi. Ja, ich kann ihn förmlich rufen hören. Mario? 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 Wenn ihr Luigi's Mansion 3 noch nicht gezockt habt, dann holt das mal nach. Ist wirklich ein richtig gutes, schönes Switch-Spiel. Wie gesagt, vielen Dank an iWolf für diese Figur. Und ja, bis zum nächsten Mal sagen ich und Luigi tschö mit Ö und hauen Sie.